ausgetauscht. Na gut, wie dem auch sei, wir gehen rein in die erste Map. Wir fokussieren uns jetzt erstmal nicht auf die Koreaner, sondern auf die Chinesen und die Europäer und auf das Match, auf das ich mich die ganze Zeit gefreut habe. Best of 2 wird gespielt. Heißt also, es werden einfach zwei Maps gespielt. Und Best of ist ein bisschen irreführend, weil natürlich kann es auch keinen Besten geben, wenn es dann 1-1 ausginge. Aber ich denke mal, der Anspruch für Team Dignitas muss hier tatsächlich sein, Easter Gaming einfach schlicht zu besiegen. Denn die Europäer haben vor, hier das Turnier zu gewinnen. Und dann muss man tatsächlich einfach schlicht sagen, darf Easter Gaming keine große Hürde sein. Denn Roll20 sah heute stark aus, Tempo Storm sah stark aus, MVP Black hat geschwächelt zugegebenermaßen. Aber sie waren immerhin gut genug für Roll20, für eine Map. Und natürlich das andere europäische Team mit Fnatic sind auch sehr stark. Insofern, das sind genug Leute, die einem noch vor dem Halbfinale aufhalten können. Insofern darf es Easter eigentlich nicht sein. Dignitas, ähnlich wie wir das tatsächlich auch bis jetzt gesehen haben, mit dem Uta First Pick. Also Uta wurde ja auch einige Male gebannt tatsächlich und wurde auch schon gefirst pickt. Also es scheint große Einigkeit zu geben da in Schweden vor Ort, dass Uta maximal lächerlich broken ist. Wir müssen allerdings andererseits sagen natürlich, dass gerade der Uta für die Taiwanesen letztlich kein Glück brachte. Und das würde mich jetzt sehr interessieren, wie das wohl die Jungs von Team Dignitas angehen. Weil entweder haben sie das Gefühl, Easter ist keine echte Bedrohung, dann werden sie natürlich nicht alles zeigen im Draft. Und ich würde unterstellen, dass das Fnatic vorhin so gemacht haben. Die haben ja in ihrer ersten Map Samuro gespielt. Zwar auf der besten Map von Samuro und Wobi ist auch ein sehr guter Samuro-Spieler, aber ich denke, dass das eigentlich nicht unbedingt ihr stärkster Draft ever ist. Insofern denke ich, dass Fnatic da zumindest die Chance genutzt haben, ein paar Sachen noch zu verstecken, vielleicht den Gegner ein bisschen oder spätere Gegner ein bisschen unter Druck zu setzen, eventuell dann über Samuro-Bands nachzudenken. Und Dignitas, das sieht erstmal so aus, als würden sie hier Full-Tryhard draften. Und das würde ich ihnen ehrlich gesagt auch geraten haben gegen die Chinesen. Wer ist da sonst noch in der Gruppe? Tempo Storm, L5 und dann Red Canids und Soul Torture. Das muss man jetzt nach den Matches, die wir jetzt gesehen haben, sagen. Okay, das sollten eigentlich leichte Siegeseiten für ein Team wie Dignitas. Insofern also L5, Tempo Storm und Easter. Stellen wir uns vor, L5 wäre zu gut, dann muss natürlich der Anspruch sein, Zweiter mindestens zu werden vor Tempo Storm und Easter. Und das bedeutet, man muss auf jeden Fall hier gegen Easter ordentlich delivern. Das finde ich tatsächlich schon mal einen sehr schrägen Draft. Bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Denn Johanna war eigentlich quasi aus dem Meta komplett verschwunden, haben wir vorhin schon mal gesehen. Und macht natürlich schon auch immer Sinn auf Infernal Shrines, zieht die Leute natürlich, also die Schrein-Minions insbesondere, zusammen und sorgt dafür, dass zum Beispiel der Gul'dan die Schrein-Minions schnell umhauen kann, um den Punisher zu sichern. Aber es ist jetzt einfach kein Pick, wo man das Gefühl hat, ja, muss man unbedingt in der ersten Rotation sichern. Eher nicht so. Und auf der anderen Seite Easter Gaming, das ist ein klares Konzept. Tyrael wurde schon in den HGC Europa Playoffs die ganze Zeit gehandelt als fast gleichwertig, also Team Liquid dachten gleichwertig mit Anubarak. Aber der Anubarak gilt jetzt schlicht durchweg bei allen offenbar als broken. Deswegen ist er meistens gebannt und dann ist Tyrael schon wahrscheinlich der nächstbeste Tank. Und ich glaube, in China und Korea wird er sogar noch deutlich mehr gespielt als in Europa. Insofern macht das Sinn, den da früh zu sichern. Greymane ist wahrscheinlich immer noch einer der besten Range Assassins mit viel Potenzial in verschiedene Richtungen. Also man kann einen abwartenden Draft spielen, man kann sehr gut die Schrein-Minions damit clearen und man kann aber auch hart reinfahren und alles überfahren. Zum Beispiel in Kombination mit dem Genji. Und na gut, auf den Greymane als Reaktion dann die Johanna macht natürlich schon mehr Sinn, ne? Weil der Blind natürlich den Greymane schon sehr stark davon abhält, allzu schnell Gegner kaputt zu flexen. Insbesondere so ein Gul'dan in der Backline kriegt er dann natürlich nicht mehr so ohne Weiteres kaputt. Und das schwächt natürlich auch das Potenzial, mit dem Genji dann möglicherweise Resets zu kriegen. Heißt gleichzeitig auch, Genji ist jetzt nicht mehr so interessant für Easter und könnte dann andersrum natürlich ein guter Pick sein für Team Dignitas. Und so in der letzten Rotation den Genji im Draft zu sichern, das wäre schon tatsächlich ziemlich sick, ehrlich gesagt. Insofern bin ich gespannt, ob Easter den trotzdem eintüten.
Cassia wird gecallt von Köpfchen. Ja, eine Cassia sehe ich auch auf jeden Fall als relativ gut. Aber ich würde sie tatsächlich hier nicht unbedingt spielen. Man muss aber sagen, Mena hat Cassia relativ viel trainiert. Hat auch so irgendwie gezwungen gewirkt auf seinem Stream. Also meinte so ungefähr, ich muss jetzt hier nochmal ein paar Cassia-Games drücken. Egal, ob sie reinpasst, so ungefähr. Aber der Draft wurde gerade ein ganzes Stück schräger. Ich habe vorhin schon gesagt, Tiger spielt gerne Rega. Ist fake der Name. Das kommt hier voll zum Tragen. Der Rega eingetütet für Easter, dazu Falstad. Puh, die Synergien, muss ich sagen, sehe ich jetzt nicht so richtig. Es sei denn, wir sehen hier Hinterland Blast mit dem Judgment kombiniert. Dann hätte man das Gefühl, die drei passen gut zusammen. So haben sich Easter vielleicht einfach den Global gesichert und wollen das Ganze ein bisschen zurückhalten, fighten. Man muss sich sonst aber eigentlich über den Rega-Pick wundern, so ein bisschen. Haben wir jetzt noch nicht viel gesehen. Andererseits muss man natürlich sagen, mal Malfurion und Uther weg. Und die Aure würde vielleicht auch nicht so gut passen. Boah! Und Dignitas sagen, haha! Gebaitet ist in Wirklichkeit kein defensiver Draft mit Blind durch die Johanna. In Wirklichkeit fahren wir hart in euch rein mit Kerrigan und Tykes. Und da habe ich tatsächlich ein Erlebnis gehabt. Da spielte ich mit Mene und JPL in der Hero League. Und das war ein großes Vergnügen. Denn. Ach nee, stimmt gar nicht. Wir spielten, glaube ich, gegen JPL mit Mene und Celia. Und Celia spielte die Kerrigan. Und ich kann berichten, ja. Völlig richtig vermutet, die Kerrigan von Celia ist ziemlich gut. Nee, war es doch JPL? Ach, ich bin mir unsicher. Aber JPL ist natürlich der Tankspieler. Ich würde mal davon ausgehen, dass Celia hier mit der Kerrigan losfahren darf. Kerrigan hat man lange nicht gesehen, völlig richtig. Kerrigan ist deswegen auf Inferno Shrines ziemlich gut, weil sie die Schrein-Minions relativ schnell clearet und den Gegner quasi unter Druck setzt, reinzugehen in den Schrein, wo gerade die Kerrigan einfach von einem Creep zum anderen springt. Heißt also, die Kerrigan ist sogar dabei, schlecht zu kriegen. Und wenn du reinläufst, dahin, wo die Kerrigan schon ist, kann natürlich tendenziell die Kerrigan relativ gut engagen. Also, natürlich gibt es viele gute Argumente für die Kerrigan auf Inferno Shrines. Es gibt aber auch viele Gründe, warum sie lange nicht gespielt wurde. Und sie wurde ja nicht wirklich verändert. Also, warum sollte man sie jetzt auf einmal spielen? Ein Grund ist sicherlich, dass der Uther jetzt wieder besser ist. Denn ein gutes Divine Shield für die Kerrigan ist natürlich krasser Value. Denn die Kerrigan, der Ultimate, funktioniert ja so, dass du Schaden verteilst und damit dein Schild immer weiter aufbaust. Und das interagiert natürlich super mit dem Divine Shield. Oder quasi unendlich großes Schild. Naja, sehr großes Schild hast und sehr schwer nur umzuklatschen bist als Kerrigan und natürlich sehr viel CC verteilst. Und natürlich die Kombination mit dem Tykes ist auch ziemlich smart, denn der Tykes kann natürlich auf kurze Distanz sehr viel Damage raushauen und das vor allem natürlich dann, wenn die Gegner kontrolliert sind und nicht wegkommen vor dem Tykes. Gerade dann, wenn der neben dem Schrein seinen Odin aufgebaut hat. Also wenn ihr mich fragt, ist das tatsächlich ein sehr schöner Draft von Dignitas. Kaldor und Grubby sind überzeugt. Fan wehrt sich noch ein bisschen und sagt tatsächlich, nein, nein, die Chinesen gewinnen. Da ich gespannt, ob er da recht behalten kann. Ich glaube ehrlich gesagt eher hier an diese Vorhersage. Also das Publikum, die Fans von zu Hause, ganz klarer Call. Dignitas locker gewinnen sie das. Und ja, ich würde Dignitas hier tatsächlich auch klar vorne sehen. Dignitas, habe ich vorhin gesagt, haben auch einige Schwächen. Das würde ich tatsächlich auch einfach unterstreichen und habe keine Hemmung, das zu behaupten, obwohl sie natürlich sehr erfolgreich sind. Aber sie sind eben vor allem mechanisch sehr gut. Jeder einzelne von ihnen macht mit den Helden wirklich immer sehr viele gute Sachen und sie machen einzelne Sachen auch gut zusammen im Team. Aber sie sind auch so ein bisschen, sie beruhen auch so ein bisschen darauf, dass sie eben über die Mechanics die Fights gewinnen und nicht unbedingt den Gegner strategisch outplayen müssen. Und mit diesem Draft können sie das dem Gegner absolut drüber ziehen. Das ist aus meiner Sicht der Part, warum ihr Draft hier so gut ist für sie. Sie können einfach reinrennen. Dignitas mit Valkyrie auf dem Uther, Mene mit dem Gul'dan, JPL auf der Johanna, oh, Celia mit der Kerrigan und Snitch auf dem Tykes. Ich hätte sehr gerne die JPL Kerrigan nochmal gesehen. Und auf der anderen Seite haben wir Easter Gaming, die Chinesen mit Ahch auf dem Tyrael, Xingxi auf dem Greymane Tiger. Was? Da gab es einen Roleswap. Ich habe zu wenig HGC China geguckt. Tiger auf dem Falstad. Wusstet ihr das etwa? Dazu der Rega von SW 77.
Und Ex auf der Diva. Das ist ja harter Betrug. Wenn ich mir das die ganze Zeit eingebildet hätte, ne? Aber egal, das gibt das direkt das erste Engagement gegen die Diva. Die wird tatsächlich aus dem Mech geschleudert, aber letztlich bringt das natürlich nur einen halben Kill und vor allem bringt es jetzt erstmal keinen großen Vorteil im Early Game. Erstens natürlich der halbe Kill quasi nichts wert. Zweitens, die Diva sicherlich in der Lage, genug gegnerische Creeps zu beschießen, um dann relativ schnell wieder in den Mech reinzukommen. Celia Kerrigan ist noch sicker als JPL Kerrigan, okay. Naja gut, auf Ulfs Prediction verlasse ich mich da auf jeden Fall. Also nochmal, einfach nochmal zusammengefasst, die Erklärung, ja. JPL stellt sich einfach nur auf dem Schrein drauf, zieht so ein bisschen die Minions zusammen oder kann sogar draußen stehen bleiben, weil Celia schon drauf ist und die Minions anspringt. Und dann müssen Easter Gaming irgendwann hinkommen mit Schlichthelden, die an CC ganz schön zu knabbern haben. Die Diva, die ist tatsächlich nicht so unendlich stabil. Wir sehen das jetzt auch wieder. Ex wird angegangen, wird rausgenommen. Und Bakery, der hat sich sogar den Stunner aufgehoben, glaube ich. Nee, vielleicht auch nicht. Im Hintergrund Tiger mit dem Versuch, Snitch da rauszunehmen. Aber Snitch sagt, Junge, ich habe viel größere Minigun. Und der Fallstadt muss sich zurückziehen. Fünf Mann tatsächlich hier unten. Und Mene, der chillt alleine auf der Top-Lane und pusht da ein bisschen aus, pusht ein bisschen rein. Natürlich wird da kein großer Vorteil entstehen. Aber das sieht erstmal wirklich so aus, als hätten Dignitas hier das Match ganz gut im Griff. Und wo ich das sage, stellen wir fest, nein, doch nicht fest im Griff. Mene entscheidet sich, nein, wir brauchen eine Pause. Das war nicht gut genug im Early Game. Da wird erstmal kurz im Team ein bisschen klare Ansagen verteilt. Nee, wahrscheinlich gibt es irgendwie ein kleines Audioproblem, würde ich denken. Sowas wie, einer hat vergessen, im Teamspeak sich zu melden oder sowas in der Richtung. Da wäre die Hoffnung, dass das nicht allzu lange dauert. Also nochmal, um das auf den Punkt zu bringen mit der CC-Geschichte, gibt halt sehr viele Stunts, ne? Und das ist eine sehr einfache Kombo natürlich auch später mit dem Blessed Shield von der Johanna, der Stun vom Uther, möglicherweise sogar noch mit Divine Storm. Ich würde eher von Divine Shield ausgehen, weil die Kerrigan davon so krass profitiert, aber Divine Storm ist theoretisch auf jeden Fall auch eine gute Möglichkeit. Die Kerrigan Stun-Kombo und all das muss der Rega irgendwie den Griff kriegen, ohne nah ranzugehen, weil der Rega ja selber sonst schlicht untergeht. Ah, in Wirklichkeit hat Bakery das Problem. Ah, ich höre wieder. Sehr gut. Let's go. Ich habe mit Seas Kerrigan gespielt. Bist du sicher? Aber ich erinnere mich, dass er was sagte von Seja war nämlich der Illidan. Jetzt erinnere ich mich wieder. Ich spielte mit JPL und Mene gegen Seas Illidan. Und der Keltas von Mene tötete immer wieder den Illidan von Celia. Der war sehr traurig und sehr getiltet. Aber wie gesagt, ich habe tatsächlich die letzten Tage einfach öfter mit denen gespielt, weil dann natürlich nachts, wenn die nach ihren Scrims noch Hero League gestreamt haben und nicht mehr übermäßig viele Leute online waren. Aber es war auf jeden Fall natürlich ein großer Spaß, mit denen da zwischendurch zu spielen. Und das hörte sich eigentlich nach der Pausenmelodie an. Aber ich glaube, in Wirklichkeit gehen wir jetzt rein in den Rest der ersten Map, oder? Da werden jetzt sogar die Ansagen schon versteckt. Aber in Wirklichkeit war es go, go, go. Kann weitergehen. Diva wieder im Mech drin und auf der Top-Lane spawnt der erste Schrein. JPL mit dem Outpushen in der Mitte noch beschäftigt. Bakery unterstützt noch ein bisschen die Johanna, wurde daher insgesamt ganz gut unter Druck gesetzt. Tatsächlich war da drin mal sehr viel besser. Aber natürlich immer noch ein großes Talent. Insbesondere natürlich auch das Zusammenziehen der Creeps. Ein guter Vorteil, um da einfach schnell den Wave gehen zu kriegen. Wir sehen, Tykes und Falstad bleiben erstmal noch unten. Wir haben vorhin schon mal gesehen, dass Snitch da durchaus mit dem Falstad es durchaus aufnehmen kann. Und ganz wichtig natürlich, hier nicht ins Hintertreffen zu raten. XP-technisch, jetzt gibt es erstmal das Engagement gegen den Greyman. Seja trifft seine Combo, Kingsley hat da keine große Chance zu dodgen. Und das, obwohl der Greyman natürlich sehr agil ist. Die ersten 20 Skelette allerdings gesichert von Easter Gaming. Also Age macht da einen guten Job. Im Hintergrund ist natürlich da jetzt der Greyman kurz rangegangen an den Brunnen, kann jetzt wieder reengagen. Aber es ist tatsächlich jetzt Gleichzahl skeletttechnisch. Falstad kommt aber mit dazu geflogen. Seja muss jetzt aufpassen, kriegt die Combo gegen den Rega, muss aber rausspringen. Ah ja, war nur Fake. Guckt euch das an, wie Seja da durch die Gegend springt. Aber jetzt ist er gesund vom restlichen Team durch das Diva-I und wird tatsächlich rausgenommen.
Ja, schön gemacht, muss man sagen. Von Easter Gaming, perfektes Positioning da auf dem Diva-E. Und ich glaube, Dignitas dachten da zwischenzeitlich, sie könnten vielleicht einfach die Skelette umgrätschen und den Punisher sichern. Aber in Wirklichkeit kam da eben der Falzer schon angeflogen. Haben sie vielleicht ein bisschen zu spät gesehen? Tja, und Easter, die sichern sich das erste Objective. Und die war broken, können wir einfach nur so festhalten. Und jetzt wird direkt weiter reingepusht, sehr schön gemacht. Natürlich direkt die Wall geöffnet, Snitch jetzt unter Druck, muss sie da zurückziehen. JPL hilft noch ein bisschen und jetzt gibt es möglicherweise Chancen für ein Counter-Engagement. Nein, die Kerrigan geht doch zur Mitte, holt da zusätzliche XP rein für Team Dignitas. Und natürlich ist das hier letztlich richtig. Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass sie allzu viel Schaden nehmen an dem ersten Punisher. Ja, sie kommt jetzt aber doch zur Sicherheit nochmal mit dazu. Und der Punisher wird umgegrätscht. Und das Vor überlebt mit 50% HP. Denn wenn Easter da richtig committed hätten, hätten sie das Vor natürlich gekriegt. Und ich denke mal, Celia konnte da auch nicht übermäßig viel Value noch kriegen. Allein in der Mitte. Während der Falzer natürlich sowieso einfach schnell zwischen Mitte und Mitte und unterer Lane hin und her rotierte. Und einfach nur zusah, dass er die XP der beiden Lanes mit reinholte. Dignitas hatten aber vorher einen guten Job gemacht tatsächlich und hatten gut ausgepusht. Außerdem ist natürlich der Falstad früher weggeflogen, als Snitch da wegrotiert war. In der Konsequenz hat Dignitas gut XP geholt und ist in der Konsequenz jetzt even. Er ist also alles noch in Ordnung aus ihrer Sicht. Battle-Momentum übrigens auf JPLs Johanna bin ich ja normalerweise nicht so ein Fan von. Denn Battle-Momentum bedeutet natürlich vor allem, also der Grund, warum man es hauptsächlich macht, ist, dass man öfter Blind bereit hat. Heißt also, es ist letztlich eine defensive Skillung. Und was einem hauptsächlich fehlt, ist die Möglichkeit, schnell mit seinem W rumzulaufen und damit ne, einfacher Engagement klarzumachen. Also sprich, es ist einfach die defensive Skillung in der Hauptsache. Und da bin ich häufig nicht so der Fan von, einfach weil die Johanna ja sowieso auf der Tankposition so ungefähr das Defensivste ist, was man machen kann. Oh, Celia wird da sehr schön gegankt tatsächlich. Chingsi kommt mit dazu. Der gute Seher hatte da keine Chance rauszukommen. Trifft zwar nochmal die Combo, aber letztlich natürlich sehr schön abwartend gefightet von Easter Gaming. Ja, die gefallen mir gut, muss ich sagen. Die wissen ganz genau, wie sie diese Fights angehen müssen. Laufen nicht übermäßig aggressiv in die Kerrigan rein. Aber sehen trotzdem auch zu, dass sie vernünftig die Skelette sichern auf dem Schrein. Wir haben das vorhin gesehen, der Greymane war nur irgendwie auf 70% HP gedroppt, ist sofort rausgegangen, hat sich am Brunnen refreshed. Also das sieht wirklich sehr gut aus, was Easter Gaming hier bis jetzt machen. Sie haben ihrerseits auch hier das Bruiser Camp losgeschickt auf der Toplane. Das fehlt auf der anderen Seite Dignitas. Das bedeutet letztlich, dass sie sich hier ein bisschen zusammenreißen und beeilen müssen. Denn Easter Gaming natürlich deutlich früher Level 10 erstens und zweitens pusht natürlich auf der Toplane das Bruiser Camp das angeschlagene Vor gleich weg. Insofern also Dignitas jetzt mit dem Interesse, hier schnell einen Fight zu forcen. Aber das sollte natürlich eigentlich auch letztlich möglich sein. Oh, die war eh gezogen, aber da kommt sie natürlich jetzt relativ problemlos raus. Im Hintergrund allerdings Snitch ganz gut erwischt, der Türer geht nochmal hinterher. Aber keine Chance für den Moment. Age macht da zwar Stress, aber ich glaube Snitch, jawohl, geht einfach ran an den Brunnen. Skelett in der Zwischenzeit ganz gut gesichert und Celia wird hier den Punisher sichern können. Ganz kurz bevor auf der anderen Seite Easter Level 10 erreicht. Bin mal gespannt, ob sie sogar noch kurz abwarten. Hätte mir noch besser gefallen, muss ich sagen. Sie hätten die Option gehabt, bei 39 Skeletten einfach zu warten und ihr Level 10 jetzt kurz zu soaken. Dann hätten sie mit dem Punisher möglicherweise noch ein bisschen mehr Value rausholen können. Aber ich kann mich da nur wiederholen. Dignitas kommen über diese nicht unbedingt über diese strategischen Feinheiten, obwohl das sicherlich was ist, was sie durchaus drauf hätten, keine Frage. Aber wichtiger ist ihnen immer klare Execution, schöne Kombos, gute CC-Chains. Und ich denke, in diesem Spiel müssen sich auch keine Sorgen machen über das Late Game. Normalerweise ist ja Kerrigan eher stark im Early Game, nicht so stark im Late Game. Aber ich denke mal, hier haben sie auf jeden Fall hinten raus auch viel Potenzial. Und man muss sagen, ihr Power Spike, das ist eigentlich jetzt bis 16, würde ich sagen. Auf der anderen Seite wird erstens die Diva immer gefährlicher, aber vor allem der Tyrell natürlich mit dem Holy Ground auf Level 16 sehr unangenehm. Und die Kerrigan rastet jetzt natürlich mit ihrem Ultimate und mit Divine Shield richtig aus. Insofern, ja, aus meiner Sicht jetzt die stärkste Phase für Dignitas. Und da sind sie hingekommen, quasi ohne echten Rückstand. Level 11 gegen Level 11. Und insofern ist eigentlich aus europäischer Sicht noch alles in Ordnung. Aber man muss schon sagen, die Chinesen wirken hier ziemlich ebenbürtig, schlicht und ergreifend. Das ist natürlich für uns als Zuschauer spannend. Aber ich hätte echt gedacht, dass Dignitas ja, letztlich hier souveräner vorgehen können würden, weil Easter eben nur C2 aus China ist.
Und dass Dingo auch tatsächlich einfach nicht so übermäßig optimistisch war, was ihre Chancen angeht. Na gut, sieht erstmal ganz gut aus, kann man nicht sagen. Siege Camp wird unten nochmal schnell gesichert für Dignitas. Der nächste Schrein spawnt gleich. Beide Teams werden problemlos gleichzeitig Level 13 erreichen können. Aber ich denke mal, beide Teams werden mit Level 12 den Schrein erstmal angehen. Insofern natürlich Potenzial für Easter, ihren Global-Vorsprung auszunutzen. Und das muss jetzt Dignitas so ein bisschen umgehen, indem sie da rechtzeitig auf der Top-Lane ausbuschen. Die ersten beiden Schreine waren Mitte und unten, oben und unten, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Der nächste also in der Mitte. Und Easter Gaming sind folgerichtig schon in Position. Auf der Toplane hat der Falzert nochmal kurz sich das Ganze angeguckt, was Snitch da mit dem Teig es macht. Aber ich denke, letztlich werden sie sich jetzt einfach hier fair 5 gegen 5 in der Mitte treffen. Level 13 ist zu weit weg, um das nochmal schnell so nebenbei zu holen. Wichtiger jetzt erstmal die ersten Skelette zu sichern. Seja macht da natürlich einen guten Job. JPL versucht hauptsächlich einfach zu nerven, ist mein Eindruck. Die Diva wird jetzt erstmal ein bisschen unter Druck gesetzt. Natürlich ganz gut, wenn die da ihr E relativ früh ziehen muss. Das macht sie jetzt auch. Und JPL ist natürlich das Target, was sie nicht haben wollen. Denn JPL kommt natürlich easy wieder raus. Odin jetzt gezogen. Im Hintergrund jetzt der Fight gut gelaufen. Erstmal der Fight zumindest gestartet. Sehr gut für Team Dignitas. Denn die haben jetzt natürlich alles organisiert, was sie brauchten. Einfach die Combo mit der Diva und der Burst, mit dem Burst-Potenzial erstmal schon mal denied. Jetzt die Möglichkeit, vielleicht den Greyman rauszunehmen. Der kriegt aber das Ancestral. Sehr schön gemacht. Auf der anderen Seite ist die Weinstein auf Seja natürlich am Delivern. Und der 4, der ist sehr gut. Der sichert den Kill gegen den Tyrell, aber Seja ist auch low gedroppt. Der muss jetzt unterstützt werden, aber er geht tatsächlich down. Schön gemacht von Easter Gaming. Und damit müssen sich tatsächlich Dignitas jetzt zurückziehen. Und Skelette sind auch größtenteils an Easter Gaming gegangen. In der Zwischenzeit natürlich zwischendurch durch die Diva auch möglich gemacht. Und damit der Punisher wieder gesichert für Easter Gaming. Ja, und ich hatte behauptet, Power Spike, gute Phase wäre jetzt für Dignitas. Sieht erstmal nicht so aus. Denn, also das muss man nochmal sagen, für die Diva ist mindestens so wichtig wie ihr Ultimate, das E abzuhaben für den Fight. Und das war ja vorher schon draußen gewesen. Insofern hätte das eigentlich hier besser laufen müssen für Dignitas. Und das war vielleicht auch tatsächlich einfach schlicht ein Fehler von Celia, da nochmal aggressiv reinzugehen, nachdem sie den Kill gesichert hat gegen den Tyrell. Ich könnte mir fast vorstellen, dass er da vielleicht hätte gut disengagen können. Man muss hier tatsächlich sagen, im Vergleich zu den Spielen, die wir bis jetzt gesehen haben heute, das ist mechanisch tatsächlich beidseitig super schön gespielt. Und das sorgt natürlich dafür, dass es beidseitig ganz schön schwer ist, darauf zu reagieren. Snitch baitet da das Engagement der Diva, kommt aber rechtzeitig wieder raus und zieht sich zurück. Oh, schade, dass das Dingo nicht da ist, ne? Die Divas gilt nämlich so wie ich. Ist mir gerade aufgefallen. Bunnyhop ist, glaube ich, tatsächlich meistens der bessere Ultimate, denn für Diva ist es tatsächlich ganz wichtig, immer in dieser Mech-Form zu sein. Und es ist zwar richtig, dass man mit Big Shot besser reinkommt in den Mech und insofern natürlich das auch seine Upside hat, aber diese Pro-Teams, die killen natürlich eine Diva, die nicht drin ist im Mech, quasi immer instant. Also ihr könnt euch vorstellen, wenn Celia mit der Kerrigan hier sieht, lol, deine Diva ist in Pilotenform, dann wird die sofort angesprungen und zerberstet. Insofern, wenn ihr mich fragt, der richtige Ultimate. Man möchte mit der Diva ja hauptsächlich Chaos kreieren. Und das bedeutet hier natürlich, während die Kerrigan engaged mit dem Divine Shield, einfach nur den Tychus, den Gul'dan wegschieben. Wenn es knapp wird für die Diva, einfach rausgehen, den Mech explodieren lassen. Und dann beim nächsten Mal im Zweifel einfach wieder zonen mit dem Bunny Hop. Oh, entschuldigt, ich habe mein Headset rausgezogen. So, Viertel-Level-Vorsprung für Easter Gaming. Das ist nicht die Welt, aber Level 16 wird wahrscheinlich für beide rechtzeitig geholt werden. Denn natürlich sind es jetzt 30 Sekunden bis zum nächsten Schrein. Also auch wenn der jetzt schon angekündigt ist, glaube ich, dass beide Teams hier dieses Mal versuchen werden, das noch mit einzutüten. Mal schauen. Bakery mit dem Rest von Dignitas tatsächlich erstmal noch damit beschäftigt, das Bruiser Camp zu holen. Das wundert mich ein bisschen, weil das bringt natürlich jetzt erstmal nichts im Vergleich zur XP auf der unteren Lane. Oh, das finde ich tatsächlich jetzt misplayed. Schlicht und ergreifend misplayed von Dignitas, dass sie die XP auf der unteren Lane jetzt nicht haben. Denn das bedeutet, Easter Gaming sind deutlich früher Level 16. Und die haben auch eine klare Möglichkeit, hier erstmal den Schrein zu kontrollieren, aber auch Level 16 zu bekommen. Und auf der anderen Seite bleibt Bakery jetzt in der Mitte und versucht da noch Level 16 zu organisieren. Und das dauert, wie wir sehen, viel zu lange. In der Zwischenzeit schon die ersten 20 Skelette gesammelt. Tja, das war aus meiner Sicht strategisch misplayed von Dignitas. Und damit Easter Gaming jetzt mit den Trümpfen in der Hand. 16 jetzt zwar natürlich erreicht, aber auf der anderen Seite 30 Skelette schon klar gemacht. Und das bedeutet, auf der Lane, auf der das Vor schon rausgenommen ist, pusht jetzt Easter Gaming mit dem nächsten Punisher. Es ist der Frozen Punisher.
Wurde ja lange Zeit immer ganz klar gesagt, okay, Kane Punisher ist der Beste. Der Frozen Punisher ist gerade hier tatsächlich ziemlich unangenehm. Denn nochmal zur Erinnerung, die Kerrigan geht aggressiv rein mit Divine Shield und möchte dann Follow-up haben, insbesondere vom Odin, vom Tychus. Und der Frozen Punisher mit seinen ganzen, weiß gar nicht, wie die heißen, Frozen Sentries oder so, die zonen natürlich ganz gut, deswegen ziehen sie sich jetzt auch gesammelt zurück, verlieren jetzt ihre Keepball. Ist natürlich nicht die Welt auf der anderen Seite, ne? Das ist alles kein Drama. Aber jetzt wird Engage da vorne tatsächlich sehen. Ja, ohne die Backline muss jetzt Divine Shield kriegen. Boah, Top-Timing allerdings auf dem Divine Shield. Sanctification wurde auch direkt gezogen. Bunnyhop zont jetzt da gegen Bakery und direkt das E gezogen, auch auf der Diva. JPL muss zur Seite raus und X zieht sich zurück mit der Diva, geht direkt rein, einfach in den Mech und kann wieder rausfahren. Super schön gespielt, also insbesondere die Diva gefällt mir hier sehr gut. Mene versucht nochmal was klar zu machen. Der hat den 4 noch bereit, das Horrify. Heißt also, da geht noch was. Tyrell erwischt, wird aber direkt geclanced, Holy Ground in die Backline rein, aber der Horrify sorgt für keinen Follow-up auf der anderen Seite durch die Chinesen. Snitch jetzt aber hart unter Druck und der wird hier wahrscheinlich sogar down gehen. Xingxi geht nochmal hinterher. Boah, und da kriegen sie tatsächlich den Tychus noch rausgeholt. Ancestry Healing allerdings rettet auf der anderen Seite. Bakery geht zwar down, aber natürlich der Uther in Geistform auch gar nicht so wertlos. Kann nochmal ganz gut Snitch jetzt hochheilen, aber Dignitas brechen die Verfolgung ab. Hätten aus meiner Sicht da vielleicht versuchen können, auch Kill zu kriegen. Zumal auf der anderen Seite ja Ancestry Healing und Sanctification auf Cooldown waren, der Heiler auch keinen Mana mehr hatte. Aber letztlich ist es wahrscheinlich hier der richtige Call, kein weiteres Risiko mehr einzugeben. Tja, Team Dignitas, das läuft nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. X bleibt jetzt einfach auch die ganze Zeit in Pilotenform. Das ist natürlich eigentlich einfach schlicht sinnlos, gerade ohne Big Shot. Also ich gehe davon aus, dass er Mac die ganze Zeit ab hat. Also ist im Prinzip die ganze Zeit Extended BM, weil natürlich kann die Diva hier genauso gut einfach in Mac-Form rumfahren. Und aus meiner Sicht wäre es schlicht tatsächlich besser, denn die Diva möchte natürlich ihr E für den nächsten Fight wieder vorbereiten. Achso, ich bin für Dignitas, weil wir natürlich als europäischer Stream natürlich für das europäische Team ein bisschen die Daumen drücken. Aber ich bin jetzt auch nicht todtraurig, wenn Easter gewinnt. Macht euch keine Sorgen um mich. Und ihr dürft natürlich halten, zu welchem Team ihr auch wollt. Zu Team Liquid tatsächlich hätte ich mit Herzensblut gehalten, keine Frage. Aber gut, wir sehen erstmal beide Teams jetzt auf Level 18 grob. Der nächste Punisher soll umkämpft werden. Und jetzt würde ich sagen, ist tatsächlich Power Spike eher andersrum gegen Team Dignitas. So, da kommt der Dodge von Snitch rein in den Odin, wird direkt mit dem Divine Shield versorgt. Das bedeutet kein Divine Shield für die Kerrigan, aber Xingxi hat auch hart committed dafür, wird rausgenommen. Und ich glaube, das war nicht gut für Easter, denn da sind sie, glaube ich, darauf angewiesen, auf ihren Greyman. Snitch allerdings geht ja vielleicht noch down. Macht ganz guten Schaden tatsächlich, aber auch die Diva allerdings committed und zieht mit dem Ultimate tatsächlich den wichtigen Kill gegen den Tychus und damit muss ich hier, Dignitas zurückziehen, ne, müssen sie jetzt doch nicht mehr, ich glaube, das könnte nochmal gefährlich werden für Easter, bin ich gespannt, Mene, jawohl, Mene will nochmal hin und nochmal gucken, was da geht, denn die Diva hat natürlich nicht mehr viel Potenzial, muss direkt ihr E ziehen. Oh, das klärt allerdings hier den gesamten Schrein und sorgt für die nächsten 10 Skelette. Ja, aber das haben sie noch nicht aufgegeben, weil das aggressive Potenzial natürlich jetzt eingeschränkt ist. Ohne den Greyman, das muss man natürlich auch sagen. Okay, sie haben das Ancestral Healing noch, also was soll schiefgehen für die Chinesen? Aber ich denke trotzdem ganz gut, dass da ein bisschen Zeit gekauft wird. Aus Sicht von Dignitas. Die müssen jetzt aber zusehen natürlich, dass sie dann schnell auch die XP zusammenholen. Oh, aber sehr schön auch strategisch gemacht jetzt von Chinesen, die sagen, okay, wir wollen gerne eigentlich pushen mit Level 20. Wir lassen euch mal die nächsten 10 Skelette und sehen dann zu, dass wir uns den Punisher sichern, möglichst spät, nämlich dann, wenn der Reka wieder mit am Start ist. Also, ja, strategisch super gespielt von den Chinesen, gefällt mir sehr gut und damit in der Konsequenz jetzt die Möglichkeit, mit Level 20 Vorteil gleich zu pushen. Oh, das ist aber eigentlich hier, glaube ich, sogar eine Chance für Dignitas. Relativ riskant hier interpretiert von Tiger, weil unten wird jetzt das Vor rausgenommen und das gibt Level 20 für Easter Gaming und das bedeutet der Push mit dem Mortar Punisher mit der Möglichkeit, nicht nur das Keep rauszunehmen, sondern vielleicht das Keep das Spiel auszumachen. Denn Level 20 gibt natürlich nochmal einen dicken Vorteil. Und ich bin sehr gespannt, wie Team Dignitas da defensiv drauf reagieren. Das ist nämlich jetzt alles andere als trivial zu fighten, denn die Kerrigan kann sich eigentlich nicht leisten, da aggressiv reinzugehen. Aber sehr schön natürlich der Pull gegen den Punisher direkt zum Mid-Keep. Das wollen sie erstmal einfach so in den Griff kriegen. 50% HP direkt weg. Ultimate-Cooldowns sind alle bereit. Insofern können sie natürlich im Fight im Zweifel am eigenen Keep auch durchaus nehmen.
Und ja, Dignitas kriegen es letztlich hin, ihr Keep zwar zu verlieren, aber den Punisher gleichzeitig auch sehr schön, sehr safe zu verteidigen. Und damit geht erstmal nicht viel für Easter Gaming. Mene möchte noch ein bisschen Poke Damage verteilen, ist natürlich letztlich unnötig, ein bisschen riskant. Aber ich denke, ein bisschen Zeit hat er noch gekauft, die Seja nutzt, um da oben XP einzusammeln. Tja, und letztlich ist dann die Frage, wer hat denn dann wohl das bessere Level 20? Und ich habe vorhin gesagt, eigentlich ist Kerrigan immer eher Early Game orientiert, aber in diesem Fall muss man sagen, sie haben auch krasse Level 20 Fähigkeiten. Also ich würde sagen, auf der einen Seite kann jetzt zwar Seja nicht mehr so übermäßig krass agieren, aber natürlich der Level 20 Odin extrem mächtig, die Johanna ist unsterblich auf Level 20, der Uther kommt einfach wieder zurück, wenn er stirbt. Und der Gul'dan hat auch nochmal ein sehr starkes Upgrade auf seinem Ultimate. Also tendenziell ist vielleicht sogar Dignitas stärker auf Level 20. Sind sie allerdings auch tatsächlich darauf angewiesen. Denn die ganzen letzten Fights liefen ja tatsächlich eigentlich eher aussichtslos, muss man echt sagen. Also Easter mit der Diva, das sah sehr stark aus. Immer wieder den Fight resettet, wenn die Kerrigan reingegangen ist. Und letztlich easy den Sack zugemacht. Das Engagement in die Backline rein, Mene, da hat keiner mit gerechnet anscheinend, aber er kriegt einen schönen 4 raus gegen den Greyman, ist insofern erstmal safe, der Odin macht da ordentlich Damage, die Diva geht nochmal hinterher, JPA muss jetzt sich zurückziehen und wird gesund vom Holy Ground, das ist nicht so ein Problem für die Johanna natürlich, aber die ganzen Ultimates, die gezogen sind, das ist vielleicht ein Problem tatsächlich. Sie müssen jetzt eigentlich zusehen, dass sie noch einen Kill kriegen, weil sonst geht es gleich um den Punisher, ohne dass sie den Level 20 Odin mit dabei haben. Blessed Shield wird wieder bereit sein. Kerrigan geht noch mit daher, aber da kommt der Sprung raus für den Tyrael. Schön gemacht. Und jetzt die Diva mit dem Engagement. Diva einschied allerdings auch auf der Kerrigan. Das hält allerdings nicht so lange wie der Diva Ultimate. Und damit kriegen sie die Kerrigan rausgenommen. Bakery auf der Flucht. Snitch wird da nicht mehr helfen können. Und Bakery wird auch down gehen. Sehr schön gespielt von Easter Gaming. Und das sieht quasi vorbei aus. Das darf man aber trotzdem nicht unterschätzen. Der Gul'dan in der Verteidigung kann das hier tatsächlich, glaube ich, noch halten. Insofern vielleicht noch nicht aller Tage Abend, denn Bakery respawnt natürlich mit dem Uther und auch die Johanna ist unsterblich. Insofern ziehen sich Easter Gaming zurück. Es ist noch nicht aller Tage Abend, aber das ist natürlich eine ganz, ganz heftige Führung jetzt für Easter Gaming. Wenn die nicht die Nerven verlieren, dann ist das eigentlich quasi nicht mehr zu verlieren. Sie haben noch keinen Vor verloren. Und auf der anderen Seite Dignitas mit dem Rücken an der Wand nur noch ein Keep. Und natürlich pusht gleich der Punisher auf dieses letzte Keep. Es ist eine Kane Punisher und damit ist sicherlich garantiert, dass das Keep down gehen wird. Tja, und das war tatsächlich so ein bisschen forciert. Also Dignitas haben ihre Ultimates gezogen da in der Engstelle und haben dann festgestellt, oh shit, jetzt müssen wir fighten in dieser Engstelle gegen den Tyrael. Haben wir überhaupt keinen Bock drauf. Zu Recht auch, schlicht und ergreifend. Das war ganz schwer für sie zu fighten. Falle wird jetzt da hinten gestellt und das wird tatsächlich interessant, denn ich hatte es ja vorhin gesagt, eigentlich müsste der Rega da ganz schön Probleme kriegen in manchen Fights, aber das ist wirklich Zucker gespielt von Easter Gaming. Genau richtig, sie wissen, wir haben jetzt ganz viel Zeit, Katapulte auf allen Lanes, komm, lass mal alle Camps noch holen, einfach alle Camps, ganz entspannt, der Punisher läuft uns nicht weg, den holen wir uns dann, wenn es uns passt. Sie müssen natürlich ein bisschen aufpassen, dass hier niemand gegankt wird. Und sie müssen auch aufpassen, dass Dignitas nicht zu viel auspusht, weil dann lohnt sich das Ganze natürlich nicht mehr. Aber sie haben das tatsächlich perfekt geregelt. Das Bruiser Camp pusht oben mit, das Siege Camp macht unten ein bisschen Druck, dazu die Katapulte. Und auf der Toplane geht es jetzt los. Mit Bruiser Camp, Akane Punisher und 5 Mann auf Level 22. Und Dignitas, die haben eine kleine Falle gestellt und die sehen die Chinesen sicherlich nicht kommen. Von hinten soll es reingehen mit dem Uther. Aber wir sehen schon, die Chinesen sind einfach drumherum gelaufen und das nicht mal absichtlich, hat man das Gefühl. Mighty Gust pusht alle nochmal rein, aber ich glaube, das war gar nicht so wertvoll. Und tatsächlich gibt es Probleme für den Tyrael, der braucht direkt die Sanctification für dich selber. Und der Falstad geht down, Diva mit dem E in die Backline rein. Aber alle disengagen rechtzeitig. Und Mene kann sich auch zurückziehen. Der Odin wird das wahrscheinlich hier in den Griff kriegen. Der Punisher muss möglicherweise nochmal gegen das vorgetankt werden. Aber ansonsten sollte das eigentlich laufen für Team Dignitas in Überzahl jetzt. Die Diva hat kein E mehr ab. Das müsste eigentlich funktionieren. Bakery geht nochmal down. Ist ihm völlig egal, weil er natürlich jetzt umso mehr heilen kann. Allerdings dicker der Damage jetzt auf dem Core. Sie wollen den Core tatsächlich umgrätschen. Full Damage Core ist der Call bei den Chinesen und es scheint zu funktionieren. Jinxie holt sich nochmal kurz den Kill gegen die Kerrigan und dann machen sie den Sack zu. Easter sichern sich tatsächlich das 1:0. Ich habe es nicht erwartet, muss ich echt sagen. Aber das war wirklich saustarkes Spiel.